Moin, moin, meine lieben Brüder und Schwestern. Heute bin ich hierher gekommen, um wieder einen weiteren Teil zu lesen des Buches Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Und ich stehe kurz vor Vollendung des zweiten Kapitels. Nur schätze ich, das werden zwei oder vielleicht sogar drei Videos werden, die ich davon machen muss, weil diese letzten 12 Seiten, die gehen über halt immer noch Gegenstände der Verehrung, in diesem Fall jetzt die Mutter des Kindes, ein ziemlich intensives Kapitel ist. Und das kann im Grunde gar nicht intensiv genug sein, weil es eben die Verbindung aufdeckt, die Babylon hat zur Maria-Verehrung, die wir heute in der römischen katholischen Kirche kennen. Nur eben bevor ich jetzt anfange mit dem letzten Teil des zweiten Kapitels, die Mutter des Kindes, möchte ich nochmal eben erwähnen, dass die letzten zwei Videos, die von dieser Lesung gemacht wurden, dass das meine liebe Schwester in Christus Miss Q übernommen hat und die sich bereit erklärt hat, dafür in der Zukunft wohl die Videos für diese Lesungen zu machen, die ich hier mache. Und von daher möchte ich ihr schon mal von ganzem Herzen danken, dass sie mich damit unterstützt und mir was Arbeit abnimmt. Und außerdem die letzten zwei Videos fand ich ganz toll. Könnt ihr ja mal drunter schreiben, was ihr davon findet. Die sind halt nicht von mir. Die Lesung ist von mir und die Videos hat sie gemacht und das finde ich sehr schön. Das ist wirklich eine schöne Zusammenarbeit, die wir da haben. Also, Miss Q, herzlichen Dank für deine Arbeit. Und dann kannst du jetzt an diesem Video auch wieder anfangen, wo ich jetzt lese im Abschnitt 3 des zweiten Kapitels, die Mutter des Kindes. Erster Teil dieser Lesung. Während die Mutter ihren Ruhm zunächst von den göttlichen Eigenschaften ableitete, die dem Kind in ihren Armen zugeschrieben wurden, stellte sie später den Sohn praktisch in den Schatten, was die Anbetung angeht. Und da muss ich gleich mal einen Kommentar zu loswerden. So viele Kommentare habe ich hier nicht zu, weil der Alexander Hislop im Grunde sehr präzise mit seiner Arbeit vorgeht und man kann da gar nicht so viel kommentieren. Aber was ich hier kommentieren muss, ist, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, dass halt die göttlichen Eigenschaften, die des Sohnes in den Schatten stellten, zu einem späteren Zeitpunkt, das ist genau das, wie die heutige katholische Lehre auch ist. Die lehrt, dass Gebete zu Jesus Christus nur durch die Jungfrau Maria erhört werden. Maria muss als Mittlerin auftreten. Im Englischen spricht man von Co-Redeemer. Und das ist eine absolut unbiblische Lehre. Nur wenn die Jungfrau Maria, in dem Fall auch noch Jungfrau, wobei sie ja keine Jungfrau mehr war nach der Geburt Jesu, als Mittlerin auftritt, erhört sie die Gebote oder die Flehen des Fragenden. Was ist das für eine Gotteslästerung? Ja, warum ist das denn Gotteslästerung, liebe Brüder und Schwestern? Zeigt mir eine Bibelstelle, eine, die diese falsche Lehre bestätigt, und ich breche all meine Arbeit hier direkt ab und bekehre mich zum Katholizismus. Bin mal gespannt, wer versucht, in der Bibel irgendwas zu finden, wo die Maria-Verehrung tatsächlich angepriesen wird. Aber da habe ich keine Angst, dass jemand eine Stelle findet. Und außerdem, wenn, dann sowieso nur aus der richtigen, einzigen Bibel, der King James Bibel. In den anderen ist das vielleicht sogar durchaus möglich, dass sie die so verändert haben, dass das darin vorkommt. Aber das ist halt nicht das wirklich wahre, bewahrte Wort Gottes, das wir heute in unserer Zeit haben. Also am Anfang der Seite 73 fährt der Autor dann fort. Zu Beginn kam aller Wahrscheinlichkeit nach niemals der Gedanke auf, der Mutter Göttlichkeit zuzuschreiben. Es gab eine ausdrückliche Verheißung, durch die die Menschheit erwartete, dass irgendwann der Sohn Gottes in wunderbarer Herablassung als der Sohn des Menschen in dieser Welt erscheinen werde. Es gab aber nie eine Verheißung, auch nicht nur andeutungsweise, die einen Grund für die Erwartung lieferte, dass einst eine Frau mit Eigenschaften ausgestattet werden würde, die sie auf eine Stufe mit der Gottheit erheben würde. Und das ist ja, die römisch-katholische Kirche ist ja noch schlimmer. Die erhebt sie ja nicht nur auf eine Stufe mit der Gottheit, erhebt sie da noch drüber. Sie ist die Mutter Gottes, lehrt die römisch-katholische Kirche. Und das steht da ja sogar noch drüber, also nicht nur auf eine Stufe, sondern die römisch-katholische Kirche geht sogar noch weiter. Daher, fährt der Autor fort, ist es höchst unwahrscheinlich, dass man beabsichtigte, der Mutter göttliche Ehren zu erteilen, als man begann, sie mit dem Kind in ihren Armen darzustellen.
Zweifellos wurde sie hauptsächlich als Sockel dafür verwendet, den göttlichen Sohn zu erhöhen und ihn der Menschheit zur Anbetung darzubieten. Es sollte ihr als der einzigen aller Töchter Evas Ruhm genug sein, den verheißenen Samen, die einzige Hoffnung der Welt, geboren zu haben. Doch wenn dies unbestritten beabsichtigt war, ist es in allen Götzensystemen, ein einfacher Grundsatz, dass das, was die Sinne am meisten anspricht, den mächtigsten Eindruck hinterlässt. Und wie die römisch-katholische Kirche mit dem Ratio Studiorum all unsere Sinne am meisten anspricht, ist ja auch oft genug vorgekommen in meiner Lesung von Rulers of Evil oder Herrscher des Bösen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, dass ich da jetzt auch eine Zusammenfassung des Buches Rulers of Evil in Deutsch lese. Und das kommt ja da in dem Buch auch sehr gut beschrieben vor. Der Sohn, fährt der Autor fort, nun wurde auch bei seiner neuen Menschwerdung, man glaubte ja, Nimrod sei in einer hellhäutigeren Gestalt wieder erschienen, nur als Kind dargestellt, ohne besondere Reize, während die Mutter, in dessen Armen er lag, nach allen Regeln der Kunst, der Malerei und Bildhauerei hervorgehoben und mit einem großen Maße jener außerordentlichen Schönheit versehen wurde, die sie in Wirklichkeit besaß. Es wird berichtet, die Schönheit der Semiramis habe einmal einen wachsenden Aufstand unter ihren Untertanen dadurch erstickt, dass sie plötzlich unter ihnen erschien. Und es heißt, dass die Erinnerung an die Bewunderung, die ihr Auftreten bei ihnen hervorrief, durch eine in Babylon errichtete Statue verewigt wurde, die sie mit dem Aussehen darstellte, welches die Untertanen so sehr fasziniert hatte. Nun, in einer Fußnote geht der Autor da ein bisschen tiefer drauf rein und erwähnt, dass Valerius Maximus erwähnt nichts von der Darstellung der Semiramis mit dem Kind in ihren Armen. Semiramis wurde aber als Rhea zur Göttin gemacht, deren Unterscheidungsmerkmal das der Muttergottheit war. Und der Name Same der Frau oder Zoroastres geht nachweislich bis zu frühesten Zeiten zurück, nämlich bis zu ihrer Zeit. Dies schließt ein, dass der Same der Frau, wenn es zu jener Zeit Bildverehrung gab, dabei einen herausragenden Platz eingenommen haben muss. Dass in der ganzen Welt die Mutter und das Kind in irgendeiner Form vorkommen und auf den frühen ägyptischen Denkmälern zu finden sind, zeigt, dass eben diese Verehrung ihre Wurzeln in den frühen Zeiten der Weltgeschichte haben muss. Wenn nun die Mutter in Einzeldarstellungen in einer solch faszinierenden Art dargestellt wurde, können wir sicher sein, dass man ihr dieselbe Schönheit, wegen der sie gefeiert wurde, auch gab, wenn man sie mit dem Kind in ihren Armen darstellte. Am Ende der Seite fahren wir fort, dass diese babylonische Königin stimmte nicht nur in ihren Eigenschaften mit der Aphrodite Griechenlands und der Venus Roms überein, die natürlich beides das gleiche sind, Aphrodite in Griechenland ist Venus in Rom, sondern war tatsächlich das historische Urmodell dieser Göttin, die in der Antike als die Verkörperung alles Anziehenden in der weiblichen Figur und als die Vollkommenheit weiblicher Schönheit betrachtet wurde. Sankyoniathon versichert uns nämlich, das ist ein weiterer Historiker, dass Aphrodite oder Venus mit der Astarte identisch war. Und wenn man Astarte deutet, ist die keine andere als die Frau, die Türme oder Umgebungsmauern machte, das heißt Semiramis. Es ist bekannt, dass die römische Venus die zyprische Venus war. Es wurde historisch nachgewiesen, dass die Venus von Zypern aus Babylon stammte. Und wir gehen da in einem späteren Kapitel noch ein, nämlich in Kapitel 4, Abschnitt 3. Was man unter diesen Umständen erwartet haben mochte, tat tatsächlich ein. Wenn das Kind angebetet werden sollte, dann umso mehr die Mutter. Tatsächlich wurde die Mutter zum bevorzugten Gegenstand der Anbetung. Und hier lese ich jetzt mal eine dreiteilige, weil ziemlich große Fußnote mit vor, um das oder diesen Punkt nochmal deutlich zu machen für euch. Wie außerordentlich, ja sogar wahnsinnig die Hingabe der Babylonier an diese Königin-Göttin war, beweist hinreichend die Aussage Herodots darüber, wie sie Versöhnung forderte. Dass je ein ganzes Volk zu einem solchen Brauch zugestimmt haben soll, wie dort beschrieben wird, zeigt die erstaunliche Macht, die ihre Anbetung über sie gewonnen haben muss. Nonnus, der von derselben Göttin spricht, nennt sie die, zwischen Anführungsstrichen, Hoffnung der ganzen Welt.
wie wir bereits in Seite 37 und 38 in dieser Buchlesung gesehen haben. Wurde eben diese Göttin in Ephesus verehrt, die den Silberschmied Demetrius als die Göttin charakterisierte, die, Zitat, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, Zitat Ende. Das kann man nachlesen in der Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 27, Zitat, aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unseres Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Zitat Ende. So groß war die Hingabe an diese Königin-Göttin, nicht nur bei den Babyloniern, sondern ganz allgemein in der alten Welt, dass der Ruhm der Heldentaten der Semiramis in der Geschichte die Taten ihres Mannes Ninus oder Nimrod völlig in den Schatten stellte. Bezüglich der Identität von Rhea bzw. Kybele oder Venus können wir auch im Anhang Nachtrag G nachlesen. Und jetzt fängt eben die richtig tiefe Studie an, wo wir uns Rhea, Kybele und Venus im Grunde mal widmen. Die Identität von Rhea bzw. Kybele und Venus wird jetzt erklärt. In der exoterischen Lehre, also das ist die Lehre, die nach außen hin gehandhabt wird, das ist, wenn man das lehrt, was dem normalen Menschen gelehrt wird, im Gegensatz zu der esoterischen Lehre, was die Bedeutung der Eingeweihten ist. Und diese ganzen Laien, so wie sie im Englischen genannt werden, die Normalos, die normalen Menschen, die der exoterischen Lehre verfallen, was ihnen da erzählt wird, haben natürlich im Grunde zur Folge, dass sie die esoterische Lehre vertreten. Das wird ihnen zwar nicht erzählt, aber das ist so. Man erzählt dir A und macht dich B tun. Oder besser gesagt, man erzählt dir, das ist so und du tust das, aber die Bedeutung davon ist eine ganz andere. Ich könnte das jetzt nochmal eben ein bisschen ausweiten, aber das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich zum Beispiel über das Thema in Zungenreden spreche. In Zungenreden ist eine der oft falsch verstandenen Fakten aus der Bibel. Und wenn heutzutage diese ganzen charismatischen Evangelikalen auf einmal in ihren Zusammenkünften anfangen, in Zungen zu reden, die kein Mensch versteht und die auch kein Heiliger Geist eingegeben hat, sondern das ist ein anderer Geist, der da in den Menschen am Wirken ist, dann muss man sich die Apostelgeschichte durchlesen und muss das Zungenreden studieren. Das ist was ganz anderes. Und da haben wir auch eine esoterische und exoterische Lehre. Aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen von der Identität von Rhea bzw. Kybele und Venus, wo es dann also heißt, in der exoterischen Lehre Griechenlands und Roms sind die Eigenschaften der Kybele, der Mutter der Götter, und der Venus, der Göttin der Liebe, im Allgemeinen sehr unterschiedlich, so dass mancher vielleicht keine geringen Schwierigkeiten hat, diese zwei Gottheiten miteinander in Verbindung zu bringen. Diese Schwierigkeiten verschwinden jedoch, wenn man das Grundprinzip der Mysterien im Sinn behält, nämlich, dass sie im Grunde nur Adad anerkannten, den einen Gott. Da Adad dreieinig war, ließ dies Raum für drei verschiedene Formen der Gottheit. Und genau das haben wir heute noch mit der römischen Lehre, der römisch-katholischen Lehre der Dreieinigkeit. Als das babylonische Geheimnis der Gesetzlosigkeit Gestalt annahm, Vater, Mutter und Sohn. All die vielgestaltigen Gottheiten, von denen die heidnische Welt reich war, wie unterschiedlich sie auch waren, lösten sich im Wesentlichen in viele Erscheinungsformen der einen oder anderen dieser göttlichen Personen auf. Oder besser von zwei von ihnen, denn die erste Person hielt sich im Allgemeinen im Hintergrund. Das wäre dann die Person des Vaters. Es gibt eindeutige Hinweise oder Beweise sogar, dass dem so war. Apuleius, und wer das ist, das könnt ihr gerne mal nachschauen in dem Link, den ich hier in das Video einfügen werde, über Wikipedia, wer Apuleius war, berichtet, dass ihm bei seiner Einweihung die Göttin Isis offenbarte als, Zitat, die erste der himmlischen und die einheitliche Erscheinung der Götter und Göttinnen, deren einzige Gottheit der ganze Erdkreis verehrte, und zwar in mannigfacher Gestalt, mit verschiedenen Riten und unter einer Vielfalt von Bezeichnungen. Da gehen wir jetzt ja
Entschuldigung. Da gehen wir jetzt ja nach dem Motto, wo das hier lädt, der ganze Erdkreis verehrte. Da gehen wir ja genau zurück in das, was ich am Anfang vorgelesen habe aus Apostelgeschichte 1927. Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch in ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Merkt ihr, wie das diese Bedeutung überall wieder mit zurückkommen? Finde ich persönlich unglaublich interessant, wie man hier eben die verschiedenen Göttinnen, ob sie jetzt griechisch oder römisch sind, ganz deutlich mit Bibel in Einklang bringen kann, wie es da gelehrt wird, deren einzige Gottheit der ganze Erdkreis verehrte, und zwar in mannigfacher Gestalt, mit verschiedenen Riten und an einer Vielfalt von Bezeichnungen, eben Kybele, Venus, Rhea, worüber wir hier gerade sprechen. Und während sie viele dieser Bezeichnungen durchgeht, erklärt sie, dass sie selbst zugleich, Zitat, Pessinuntia, Pessinuntika, die Mutter der Götter und die paphische Venus, Zitat Ende, ist. Wie dies nun zu späterer Zeit der Fall bei den Mysterien war, muss es auch von Anfang an gewesen sein. Denn sie fingen an mit der Lehre der Einheit Gottes, und zwar notwendigerweise. Dies führte natürlich nicht zu geringen Ungereimtheiten und Widersprüchen in der Natur der Sache. Um sich der Widersprüche zu entledigen, auf die Wilkinson und Bunsen im ägyptischen System stießen, fanden sie es nötig, im Wesentlichen auf die gleiche Erklärung zurückzugreifen wie ich. So sagt Wilkinson, Zitat: Ich habe festgestellt, dass Amun-Re und andere Götter die Gestalt verschiedener Gottheiten annahmen, was auf den ersten Blick einige Schwierigkeiten zu machen scheint. Jedoch leicht erklärt werden kann, wenn man bedenkt, dass jeder von denen, deren Bilder oder Wahrzeichen übernommen wurden, nur eine Emanation bzw. eine göttliche Eigenschaft desselben großen Wesens war, dem man entsprechend der verschiedenen Ämter, die es ausgeübt haben soll, verschiedene Eigenschaften zuschrieb. Ende Zitat. Die Aussage Bunsens läuft auf dasselbe hinaus, und diese lautet: Unter diesen Voraussetzungen meinen wir, es ist gerechtfertigt zu folgern, dass die zwei Reihen Götter ursprünglich identisch waren und dass in dem großen Götterpaar all diese Eigenschaften zusammenliefen, durch deren Entwicklung in mannigfachen Personifizierungen jenes mythologische System entstand, das wir bereits betrachteten. Der Bezug all dessen zur Frage der Identität von Kybele und Astarte bzw. Venus ist wichtig. Im Grunde gab es nur eine Göttin, der Heilige Geist weiblich dargestellt, als man der Gottheit in übler Weise die Geschlechtsunterscheidung zuschrieb. Dies geschah durch eine Verdrehung der großartigen biblischen Vorstellung, dass alle Kinder Gottes durch den Vater gezeugt und durch den Geist geboren werden. Und durch diese Vorstellung wurde der Geist Gottes als Mutter in Gestalt einer Taube dargestellt, zum Gedenken der Tatsache, dass jener Geist bei der Schöpfung, Zitat, über den Wassern flatterte. Zitat Ende. Denn dies ist nach meiner Beobachtung die exakte Bedeutung des Begriffs aus 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2. Der Papst lässt doch öfter mal eine Taube fliegen, ne? Dann seht ihr mal, was er damit im Grunde eigentlich meint. Nun, diese Göttin hieß dann Ops, die Flatternde, oder Juno, die Taube, oder Kybele, die mit Seilen Bindende. Da geht jetzt ein Game. Gehen wir eine ganze Menge drauf ein. Wobei sich Letzteres auf die Bande der Liebe, die Seile eines Menschen bezog, wie wir in Hosea Kapitel 11, Vers 4, Kybele Adam genannt, nachlesen können, mit denen Gott nicht nur ständig die Menschen durch seine Güte zu sich zieht, sondern mit denen auch unser Urvater Adam durch den innewohnenden Geist in zarter Weise an Gott gebunden war, als der Bund zu Eden noch nicht gebrochen war. Die heidnische Geschichte gibt sich in allen Einzelheiten mit diesem Thema ab, und es gibt eine Fülle von Beweismaterial, aber ich kann hier nicht drauf eingehen. Da würden wir wahrscheinlich morgen noch hier sitzen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Römer die zwei Begriffe Juno und Kybele, oder wie es im Allgemeinen ausgesprochen wird, Kybele, also Kybele ist Kybele und Kybele Kybele, zusammenfügten und zu gewissen Anlässen ihre höchste Göttin als Juno Covella anriefen, das heißt die Taube, die mit Seilen bindet.
Bei Statius erscheint der Name der großen Göttin als Cybele. Italo gemitis almono Cybele ponit, et ideamus jam non reminiscitur manes. Betrachtet man bei Layard das dreifache Wahrzeichen der höchsten assyrischen Gottheit, dann erkennt man, dass dieselbe Vorstellung darin verkörpert ist. Dort sind den Flügeln und dem Schwanz der Taube statt Füßen zwei Bänder zugeordnet. Und das sieht man auch in dem abgebildeten Holzschnitt, den Miss Q hier freundlicherweise in das Video einarbeiten wird. In Bezug auf Ereignisse nach dem Sündenfall, wir sprachen ja eben noch von vor, verband man mit Cybeles Namen eine neue Vorstellung. Kubel bedeutet nicht nur mit Seilen binden, sondern auch Geburtswehen haben. Und somit trat Cybele als Mutter der Götter in Erscheinung, durch die alle Gotteskinder wiedergeboren oder erneuert werden mussten. Zu diesem Zweck hielt man es aber für unerlässlich, dass eine Verschmelzung mit Rhea stattfand, der starrenden, der menschlichen, zwischen Anführungsstrichen, Mutter der Götter und Menschen, damit dem Verderben, das sie eingeführt hatte, abgeholfen werden konnte. Daher die Identität von Cybele und Rhea, von denen in allen Pantheons gesagt wird, dass sie nur zwei verschiedene Namen derselben Göttin sind. Zwei verschiedene Namen derselben Göttin. Genau dasselbe, was mit Maria und Semiramis ist. Obwohl, wie gesagt, diese Göttinnen in Wirklichkeit völlig unterschiedlich waren. Dieses Prinzip wurde auf alle anderen vergotteten Mütter angewendet. Sie wurden nur dadurch zu Göttinnen erhoben, dass sich Juno oder Cybele, mit anderen Worten der Heilige Geist Gottes in weiblicher Person, dann hier noch bitteschön, mit ihnen in wunderbarer Weise verband. Jede dieser Mütter hatte eine eigene Legende und eine darauf zugeschnittene Verehrungsform. Doch da man sie in jedem Fall für eine Inkarnation des einen Geistes Gottes hielt, der großen Mutter aller, denk mal an Gaia im Pantheismus, wurde immer vorausgesetzt, dass die Eigenschaften dieses einen Geistes ihr gehörten. Dies war dann auch der Fall bei der als Astarte oder Venus bekannten Gottheit, ebenso wie bei Rhea. Wenn es auch Punkte gab, in denen sich Cybele bzw. Rhea und Astarte bzw. Melita, immer mehr Namen, immer für dieselbe Göttin, die assyrische Venus unterschieden, zeigt doch Layard, dass auch sie Gemeinsamkeiten hatten. Cybele bzw. Rhea zeichnete sich durch ihre Türmchenkrone aus. Melita bzw. Astarte wurde mit einer ähnlichen Krone dargestellt. Also wo man oben so eine Burg, so eine Türmchenkrone als Krone hat. Gibt's wohl auch ein Bild zu in dem Video hier. Cybele bzw. Rhea wurde von Löwen gezogen. Melita bzw. Astarte wird auf einem Löwen stehend gezeigt. Die Verehrung der Melita oder Astarte war ein Gottesdienst moralischer Verunreinigung. Die Verehrung der Cybele unter dem Namen Terra war das gleiche. Terra, Gaia, Erde, Mutter Erde. Ja, geht ein Licht auf? Die erste zum Gott erhobene Frau war zweifellos Semiramis, da der erste zum Gott erhobene Mann ihr Gatte war. Doch ist offenkundig, dass diese Vergottung einige Zeit nach dem Beginn der Mysterien stattfand. Denn erst nachdem Semiramis tot war, wurde sie zur Gottheit erhoben und in Gestalt einer Taube verehrt. Na also, das muss man sich doch mal eben auf der Zunge zergehen lassen, nicht wahr? Erst nachdem Semiramis tot war, wurde sie zur Gottheit erhoben und in Gestalt einer Taube verehrt. Die römisch-katholische Kirche hat nur tote Götter. Aber der Gott der Bibel ist ein lebendiger Gott und Jesus Christus lebt heute auch, weil er ist wieder auferstanden. Er ist der Gott der Lebenden und hier haben wir eben wieder diese Totenanbetung, den Totenkult, wofür die römisch-katholische Kirche in ihren babylonischen Wurzeln 100% auch heute noch immer für steht. Nun, als jedoch die Mysterien ursprünglich erdacht wurden, mussten die Taten Evas, die durch ihre Verbindung mit der Schlange den Tod hervorbrachten, notwendigerweise einen Platz eingenommen haben,
Denn das Geheimnis von Sünde und Tod bildet die Basis jeder Religion. Und zur Zeit von Semiramis und Nimrod, Sem und Ham, müssen alle Menschen mit den Tatsachen des Sündenfalls sehr gut vertraut gewesen sein. Natürlich, sie waren ja nicht weit weg vom tatsächlichen Geschehen. Wobei, heute haben die Leute schon keine Verbindung mehr zum Zweiten Weltkrieg vor 70 Jahren. Und damals waren da wahrscheinlich ein bisschen mehr Jahre zwischen. Aber die Leute waren eben damals geschichtlich sehr gut gelehrt. Und sie wussten, dass sie dem Abfall verfallen sind, wenn sie Semiramis und Nimrod anbeten, anstatt den Gott aus der Bibel. Die Bibel gab es ja damals noch nicht, aber eben den Gott der Schöpfer. Zunächst mag die Sünde Evas in all ihrer Sündhaftigkeit anerkannt gewesen sein. Andernfalls wären die Menschen schockiert gewesen, besonders da das allgemeine Bewusstsein durch den Eifer Sems geschärft worden war. Doch als eine Frau zur Göttin erhoben werden sollte, zeigt die Form, die die mystische Geschichte schließlich annahm, dass diese Sünde gemildert wurde. Ja, dass sie ihren eigenen Charakter änderte und durch eine Verdrehung des Namens Eva, der Mutter aller Lebenden, das heißt aller Wiedergeborenen, als Urheberin geistlichen Lebens verherrlicht und unter dem Namen Rea als Mutter der Götter anerkannt wurde. Nun, wenn wir hier nochmal ein bisschen auf das Mutter aller Lebenden oder aller Wiedergeborenen eingehen wollen, das müssen wir uns nachschauen im Nachtrag I. Das bespreche ich jetzt aber hier nicht, das würde nämlich wirklich zu weit führen, weil wir sind ja hier schon in einer Fußnote im zweiten Teil, da kommt noch einer. Das kann also jeder gerne für sich selber nachlesen oder, und das kann ich euch sagen, ich habe das Kapitel ja zu Ende gelesen, in einem späteren Zeitpunkt in diesem Kapitel besprechen wir auch durchaus den Nachtrag I im Anhang dieses Buches und da findet das nochmal Erwähnung. So, und jetzt um diese Fußnote abzuschließen. Die nun, bei denen das Geheimnis der Gesetzlosigkeit am Wirken war, fanden es nicht sehr schwierig zu zeigen, dass dieser Name, der anfangs für die Mutter der Menschheit geeignet war, kaum weniger geeignet war für die, die die tatsächliche Mutter der Götter war, das heißt aller zum Gott erhobenen Sterblichen. Rea im aktiven Sinn bedeutet starrende Frau. Im passiven Sinn jedoch angestarrte Frau, das heißt die Schönheit. Und so wurden unter ein und demselben Begriff die Mutter der Menschheit und die Mutter der heidnischen Götter, das heißt Semiramis, miteinander verschmolzen. Und zwar derart, dass jetzt bekannterweise Rea allgemein als Mutter der Götter und Menschen anerkannt ist. Es verwundert daher nicht, dass schließlich der Name Rea auf die angewendet wurde, die von den Assyrern in der Eigenschaft der Astarte oder Venus verehrt wurde. Ende der Fußnote. Nun, tatsächlich wurde die Mutter zum bevorzugten Gegenstand der Anbetung, was wir jetzt gerade besprochen haben. Um diese Anbetung dann aber auch zu rechtfertigen, wurde die Mutter ebenso zur Göttlichkeit erhoben wie ihr Sohn. Und man glaubte, sie sei dafür bestimmt, jenes Zermalmen des Kopfes der Schlange zu vervollständigen, das Ninus oder Nimrod, der Sohn, in seinem sterblichen Leben nur begonnen habe. Eine Behauptung, für die sich gegebenenfalls leicht reichlich plausible Gründe finden ließen. Die römisch-katholische Kirche behauptet, dass es nicht so sehr der Same der Frau, sondern die Frau selbst war, die den Kopf der Schlange zermalmen sollte. Das ist das Umdrehen des Wortes Gottes. Und da ist die römisch-katholische Kirche Meister drin. Jeglicher Grammatik zum Trotz gibt sie die an die Schlange gerichtete göttliche Warnung folgendermaßen wieder. Zitat: Sie wird deinen Kopf zermalmen und du wirst ihre Verse zermalmen. Das lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Einer der wichtigsten Sätze, wirklich Leute, einer der wichtigsten Sätze in der Bibel. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen und nicht sie. Das Zitat, das deutsche Zitat kam aus der Schlachter 2000 Bibel, habe ich aber gecheckt und ist in Übereinstimmung mit der König James Bibel. Auch in der Schlachter 2000 habe ich viele Unterschiede gefunden und der Autor hält hier auch an, dass das halt ein Zitat aus dem ersten Buch Mose, also der Genesis,
Kapitel 3, Vers 15 ist und sagt dazu, nur so in dieser Form kommt es nur in alten katholischen Bibelausgaben vor. Die neuen katholischen Bibelausgaben haben das verändert. Es kommt so auch vor, natürlich in der originalen Bibel, in der King James. Aber in den neuen katholischen Bibeln haben sie diesen Spruch verändert. Und ihr könnt ja selbst eure eigene Untersuchung anstellen, inwiefern sie das gemacht haben. Nun, dasselbe wurde von den alten Babyloniern vertreten und symbolisch in ihren Tempeln dargestellt. Von Diodorus Siculus erfahren wir, dass im obersten Stockwerk des Turmes von Babel oder Tempel von Belus drei Statuen der großen Gottheiten Babylon standen. Und eine davon war eine Frau, die den Kopf einer Schlange ergriff. Bei den Griechen wurde dasselbe symbolisch dargestellt, denn Diana, deren wahrer Charakter ursprünglich der gleiche war wie der der großen babylonischen Göttin, wurde mit einer Schlange dargestellt, die keinen Kopf mehr hatte. Als mit der Zeit die Tatsachen von Semiramis Geschichte verschwammen, wurden die Geburt ihres Sohnes einfach als übernatürlich erklärt und daher wurde sie Alma Mater genannt. Nun, Alma Mater, das ist ein sehr interessanter Begriff, wo wir jetzt hier nochmal ein wenig mehr drauf eingehen. Der Begriff Alma ist der genaue Begriff, den Jesaja in der hebräischen Sprache des Alten Testaments verwendete, als er 700 Jahre vor dem Ereignis ankündigte, dass Christus von einer Jungfrau geboren werden sollte. Wenn man fragt, wie dieser hebräische Begriff Alma nicht in römischen, sondern hebräischem Sinne seinen Weg nach Rom finden konnte, so lautet die Antwort: durch Etrurien, das eine enge Beziehung zu Assyrien hatte. Assyrien gleich Babylon. Das Wort Mater selbst, von welchem unsere Mutter kommt, ist hebräischen Ursprungs. Es kommt vom hebräischen MSH, Msha, herausholen, ins Leben rufen, im ägyptischen MS, hervorbringen, zur Welt bringen, was in der chaldäischen Form zu MT wird, woher das ägyptische Maut, Mutter, stammt. RH oder ER wie im Englischen und im Deutschen. Und eine ähnliche Form findet man im Sanskrit, bedeutet der oder die Tuende. Mater oder Mutter bedeutet also zur Weltbringerin. Ja, das sollte eigentlich jedem deutlich sein, der als Mensch geboren ist, dass seine Mutter die Person ist, die ihn zur Welt gebracht hat, dass Mutter damit zur Weltbringerin bedeutet. Gegen obigen Bericht über den Einnahmen Alma, den Beinamen Alma, mag eingewendet werden, dass dieser Begriff oft auf Venus angewendet wird, die gewiss keine Jungfrau war. Aber dieser Einwand ist mehr Schein als Wirklichkeit. Denn durch das Zeugnis des Augustinus, selbst ein Augenzeuge, wissen wir, dass die Riten der Vesta, nachdrücklich die jungfräuliche Göttin Roms, mit dem Namen Terra, genau dieselben waren wie die der Venus, der Göttin der Unreinheit und der Ausschweifung. An anderer Stelle sagt Augustinus, Vesta, die jungfräuliche Göttin, wurde von einigen Venus genannt. Selbst die Mythologie der skandinavischen Vorfahren der Engländer liefert einen bemerkenswerten Beweis dafür, dass Alma Mater, die jungfräuliche Mutter, ihnen ursprünglich bekannt gewesen war. Einer ihrer Götter namens Heimdall, der mit den erhebendsten Worten als jemand beschrieben wird, der ein solch scharfes Wahrnehmungsvermögen hatte, dass er das Gras auf der Erde oder die Wolle auf dem Rücken der Schafe wachsen hörte, und dessen Trompete, wenn er sie blies, in der ganzen Welt gehört werden konnte, erhielt den paradoxen Namen Sohn vom neun Jungfrauen. Nicht 72, meine islamischen Brüder. Sohn von neun Jungfrauen. Dies birgt offensichtlich ein Rätsel in sich. Stellt man den Bezug zu der Sprache her, in welcher die Religion Odins ursprünglich überliefert wurde, das ist nämlich das Chaldäische, löst sich dieses Rätsel sofort. Ja, wenn man Etymologie kennt, Sprachkunde kennt, dann lösen sich viele Rätsel sehr schnell. Im Chaldäischen lautet Sohn von neun Jungfrauen Ben Almut Teshah. Aber in der Aussprache ist dies identisch mit Ben Almet Ishah, Sohn der Jungfrau der Erlösung. Dieser Sohn war überall als Erlösersam bekannt oder als, wie ihr es auch kennt, Zero Hosha. Und seine jungfräuliche Mutter behauptete stets,
die Jungfrau der Erlösung zu sein. Der Gott der Vorsehung hatte seine Feinde dazu gebracht, sogar in den Himmel ein Zeugnis für die große Wahrheit der Schrift einzugravieren, die durch die hebräischen Propheten verkündet wurde, dass eine, Zitat, Jungfrau einen Sohn gebären und seinen Namen Immanuel nennen wird. Zitat Ende. Das Sternbild Jungfrau, da sind wir natürlich wieder mit dem Abfall beschäftigt, weil Sternbilder sollen wir nicht deuten, das geben die gelehrtesten Astronomen zu, war der Ceres gewidmet, die mit der großen Göttin Babylons identisch ist. Denn Ceres wurde mit dem kleinen Kind an ihrer Brust verehrt, genau wie die babylonische Göttin. Die Jungfrau war ursprünglich die assyrische Venus, die Mutter von Bacchus oder Tammuz. Dann war die Jungfrau die jungfräuliche Mutter. Jesajas Prophezeiung wurde von den jüdischen Gefangenen nach Babylon gebracht und so wurde der babylonischen Göttin dieser neue Titel verliehen. Dass die Geburt, geht es im Text weiter, des großen Befreiers übernatürlich sein würde, war lange vor dem christlichen Zeitalter weithin bekannt. Hunderte, meinen Tausende von Jahren vor jenem Ereignis gab es bei den buddhistischen Priestern eine Überlieferung, dass eine Jungfrau ein Kind zum Segen der Welt gebären wird. Dass diese Überlieferung aus keiner päpstlichen oder auch keiner christlichen Quelle stammt, geht klar aus der Überraschung hervor, die die Jesuitenmissionare erlebten und äußerten, als sie zum ersten Mal nach Tibet und China kamen und feststellten, dass dort nicht nur eine Mutter mit Kind wie in Europa verehrt wurde, sondern dass diese Mutter in einer Eigenschaft verehrt wurde, die genau mit der ihrer eigenen Madonna übereinstimmte. Virgo Daipara, die jungfräuliche Mutter Gottes. Habt ihr das gut verstanden? Dass diese Überlieferung aus keiner päpstlichen oder christlichen Quelle stammt, geht klar aus der Überraschung hervor, dass die Jesuitenmissionare erlebten und äußerten, als sie zum ersten Mal nach Tibet und China kamen und feststellten, dass dort nicht nur eine Mutter mit Kind wie in Europa verehrt wurde, sondern dass diese Mutter in einer Eigenschaft verehrt wurde, die genau mit der ihrer eigenen Madonna übereinstimmte. Alles hat denselben Ursprung. Virgo Daipara, die jungfräuliche Mutter Gottes. Und da gehen wir mal eben in den Nachtrag H und lassen uns ein bisschen mehr erklären, was der Autor hier genau mit meint. Die jungfräuliche Mutter des Heidentums. Fast alle Tatarenfürsten, schreibt Salverte, führen ihre Abstammung auf eine himmlische Jungfrau zurück, die von einem Sonnenstrahl oder etwas ähnlich Wundersamen schwanger wurde. Das ist ja, was ich ganz am Anfang der Buchlesung gesagt habe, dass Semiramis eben meinte, dass sie durch die Sonne geschwängert wurde und dass das Kind, was sie darum geboren hat, ihr wiedergeborener Ehemann Nimrod war. In Indien nun soll die Mutter Suryas, des Sonnengottes, der geboren wurde, um die Feinde der Götter zu vernichten, wie wir später in Seite 88 auf diesem Buch lesen werden, auf diese Art schwanger geworden sein, nämlich indem ein Strahl der Sonne in ihren Mutterleib eindrang, woraufhin sie den Sonnengott gebar. Ja, wenn man von der Sonne befruchtet ist, muss man ja wohl einen Sonnengott zur Welt bringen, ne? Das Wissen um diesen weit verbreiteten Mythos beleuchtet die geheime Bedeutung des Namens Aurora, den man der Frau Orions gab. Auf ihre Heirat mit diesem gewaltigen Jäger bezieht sich Homer. Während der Name Aurora in natürlichem Sinne auch vom Licht schwanger heißt und Ora empfangen oder schwanger, gibt es im Griechischen das Wort Oar für Frau. Da Orion gemäß persischer Erzählungen Nimrod war, und Nimrod unter dem Namen Ninus als der Sohn seiner Frau verehrt wurde, als er zum Sonnengott erhoben war, sollte dieser Name Aurora, der auf seine Frau angewendet wurde, offensichtlich dieselbe Vorstellung übermitteln, wie sie im Land der Tartaren und in Indien vorherrscht. Diese Mythen der Tartaren und Hindus beweisen eindeutig, dass die heidnische Vorstellung von der wunderbaren Empfängnis nicht durch irgendeine Vermischung des Christentums mit diesem Aberglauben gekommen war, sondern direkt von der Verheißung des Samens der Frau.
Man mag sich jedoch fragen, wie konnte die Vorstellung aufkommen, dass sie von einem Sonnenstrahl schwanger wurde? Mädchen, passt auf, wenn ihr rausgeht und die Sonne scheint. Hä? Wir haben allen Grund zu glauben, dass dies von einem der natürlichen Namen der Sonne kam. Vom chaldäischen Zer, Z-H-R, scheinen, kommt im Partizip aktiv Suro, bzw. Zure, der Scheinende. Und zweifellos glitt man angetrieben durch eine listige Priesterschaft. Eine listige Priesterschaft, Leute, was ist da heute anders dran? Von Zuro, dem Scheinenden, in die Vorstellung von Zuro, dem Samen, über, so dass der Scheinende und der Same dem Geist des Heidentums entsprechend gleichgesetzt wurden. Offensichtlich war dies der Fall in Persien, wo die Sonne die große Gottheit war, denn die Perser, so Maurice, nannten Gott Sure. Durch eine listige Priesterschaft. Wunderbar, Alexander. Besser hätte ich das auch nicht ausdrücken können. Virgo Dipara, die jungfräuliche Mutter Gottes, und das auch in Regionen, in denen sie nicht die geringste Spur dafür fanden, dass der Name oder die Geschichte unseres Herrn Jesus Christus dort je bekannt gewesen ist. Die ursprüngliche Verheißung, der Same der Frau werde den Kopf der Schlange zermalmen, legte natürlich die Vorstellung von einer wunderbaren Geburt nahe. Die List und menschliche Anmaßung der Priester, wieder mal, veranlasste sie auf böse Weise dazu, die Erfüllung dieser Verheißung vorwegzunehmen. Und die babylonische Königin scheint die erste gewesen zu sein, der diese Ehre zukam. Dementsprechend wurden ihr die höchsten Titel verliehen. Sie wurde Königin des Himmels genannt, wie wir in Jeremia 44, Vers 17, 18 und 25 nachlesen können. Da muss ich jetzt mal eben auf die Fußnote eingehen. Jeremia 44, und außerdem habe ich da noch einen bestimmten Kommentar zu. Den werde ich euch mal vorlesen nach dem Zitat aus der Bibel. Es kommt aus der Schlachterbibel 2000, Jeremia 44, Vers 17, 18, 19 und 25. Zitat: Sondern wir wollen gewisslich alles das tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen, wie wir, unsere Väter, unsere Könige und unsere Fürsten es in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unheil. Sobald wir aber aufhörten, die Himmelsgöttin der Himmelsgöttin zu räuchern und Trankopfer auszugießen, hat es uns überall gefehlt und wir wurden durch Schwert und Hungersnot aufgerieben. Und wenn wir der Himmelsgöttin räuchern und Trankopfer ausgießen, tun wir das etwa ohne den Willen unserer Männer, ohne dass wir ihr Kuchen backen, um sie abzubilden und ihr Trankopfer spenden? So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Ihr und eure Frauen habt mit eurem eigenen Mund gesagt und mit euren eigenen Händen erfüllt, was ihr sagtet. Wir wollen unbedingt unsere Gelübde erfüllen, die wir der Himmelskönigin gelobt haben. Wir wollen ihr räuchern und Trankopfer ausgießen. Haltet eure Gelübde nur aufrecht und erfüllt doch, was ihr gelobt habt. Zitat Ende. Und hier habe ich jetzt, was Jeremia 44 angeht, in Herrscher des Bösen, also Rulers of Evil, ausführlich übergesprochen, dass die Erwähnung der Königin des Himmels nur viermal und nicht, wie Autor Tapper Saucy in dem Buch Rulers of Evil erwähnte, fünfmal vorkommt. Im gesamten Buch Jeremia, und das ist auch das einzige Buch in der ganzen Bibel, wo es vorkommt, findet man die Erwähnung der Königin des Himmels oder Queen of Heaven fünfmal. Jedoch in Kapitel 44 nur viermal. Und ich habe auf diesen Fehler während der Buchlesung von Rulers of Evil hingewiesen, weil, das war wichtig, da der Autor, Tapper Saucy in dem Fall, einen Verband konstruierte mit dem Pfad, den die Venus im Himmel ablegt, um im Laufe von ca. 8 Jahren ein Pentagramm an den Himmel zu schreiben. Durch die Bahn, die sie durch den Himmel zieht. Und da hat er das halt verkehrt in Worte gefasst, da er meinte, in Kapitel 44 käme es fünfmal vor, aber das ist nur viermal. Es ist noch in einem anderen Kapitel, ich glaube 7 oder so, könnt ihr ja nachschauen, da kommt Queen of Heaven auch nochmal vor. Und das war halt wegen dieser fünfmal Erwähnung. Die Venus erscheint innerhalb von diesen 8 Jahren an 5 verschiedenen Stellen und wenn man diese Stellen als Punkte nimmt und dann die Punkte mit Strichen verbindet,
dann malt man ein Pentagramm in den Himmel. Das Pentagramm, das steht für den gefallenen Luzifer, den Sohn des Morgens, nicht Morgenstern. Der Morgenstern ist Jesus Christus. Jesaja 14. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, which didst weaken the nations. Gut, wir fahren am Ende von Seite 74 eben fort. In Ägypten wurde sie, also die Königin des Himmels, Ator genannt. Das heißt Wohnung Gottes. Na, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf ein. Um anzudeuten, dass in ihr all die Fülle der Gottheit wohnte. Um im pantheistischen Sinne die große Muttergöttin als die unendliche und allmächtige und zugleich jungfräuliche Mutter auszuweisen, war eine Inschrift auf einem ihrer Tempel in Ägypten eingemeißelt. Die werde ich gleich vorlesen. Nur zuerst für die Leute, die vielleicht im Augenblick nicht verstehen, was ist denn Pantheismus, erkläre ich euch gerne, wofür das Wort Pantheismus noch einmal steht. Der Ausdruck Pantheismus kommt aus dem altgriechischen Pan von alles und Theos, Gott, also alles Gott, bezeichnet die Auffassung, dass Gott eins mit dem Kosmos und der Natur ist. Das Göttliche wird im Aufbau und in der Struktur des Universums gesehen. Es existiert in allen Dingen der Welt, beziehungsweise ist mit der Welt identisch. Da muss ich jetzt mal eben einwerfen, das ist wieder ganz typisch, wenn man die Schöpfung anbetet vor dem Schöpfer oder den Schöpfer mit der Schöpfung gleichsetzen will. Und das ist eben unbiblisch, das ist heidnisch, das ist ketzerisch, das ist Gotteslästerung. Ein personifizierter, allmächtiger Gott ist somit nicht vorhanden. Stattdessen wird zumeist ein durch geistige Eigenschaften definierter Urgrund als eigenes Grundprinzip, Monismus, angenommen. Der von Seiten der Theologie häufig hervorgebrachte Einwand, dass der Pantheismus, auch Allgottlehre, wie man im Deutschen sagt, identisch mit dem Atheismus sei, ist nur in dem Sinne gerechtfertigt, dass in der Tat kein von der Welt verschiedener Gott angenommen wird. Keineswegs jedoch, dass überhaupt kein Gott bzw. göttliches Prinzip angenommen wird. So, und dann gehen wir jetzt mal eben auf die Einschrift, auf die Inschrift in einem ihrer Tempel in Ägypten ein, die da lautet, Zitat, Ich bin alles, was war oder was ist oder was sein wird. Kein Sterblicher hat meinen Schleier gelüftet. Die Frucht, die ich gebar, ist die Sonne. Zitat Ende. Klingt beinahe wie Jesus, als er sagt, I am the Alpha and the Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ne? Seht ihr, wie sowas missbraucht wird? In Griechenland trug sie den Namen Hestia und bei den Römern den Namen Vesta, was nur eine andere Form des gleichen Namens ist. Eines Namens, der in Wirklichkeit Wohnstätte bedeutet, obwohl er im Allgemeinen in einem anderen Sinne verstanden wurde. Hestia oder Vesta, die Wohnung der Gottheit, wurde in den Orpheus-Hymnen so angesprochen. Zitat, Tochter des Saturn, verehrungswürdige Herrin, die du wohnst mitten unter der großen Feuers, unter des großen Feuers ewiger Flamme, in dir bestimmten die Götter ihre Wohnstatt, des sterblichen Geschlechts Grundlage, fest und stark. Auch hierzu nochmal eine Fußnote. Hestia im Griechischen bedeutet Haus oder Wohnung. Das kann man nachlesen bei Schrevelius und Photius unter dem Stichwort. Gewöhnlich meint man, dies sei eine Nebenbedeutung des Wortes und die eigentliche Bedeutung sei Feuer. Aber die Aussagen über Hestia zeigen, dass der Name von Hes oder Hese kommt, was bedecken oder beschirmen heißt, was auch genau ein Haus bezweckt, nämlich den Menschen gegen die Unbilden des Wetters zu bedecken oder beschirmen oder beschützen. Das Verb Hes bedeutet auch beschützen, Gnade zeigen. Und daher kommt offensichtlich die Eigenschaft Hestias als Beschützerin der Bittenden, wie man bei Smith nachlesen kann. Nimmt man nun an, dass Hestia von Hes, also bedecken, beschirmen kommt, erklärt sich leicht folgende Aussage von Smith. Zitat
Hestia war die Göttin des häuslichen Lebens und die Geberin allen häuslichen Glücks. So glaubte man, sie wohne im Inneren eines jeden Hauses und habe die Kunst des Häuserbauens erfunden. Erzählt das mal einem Maurer, dass eine Frau es erfunden hat. Glaubt er nicht. Wenn man annimmt, Feuer sei die ursprüngliche Bedeutung von Hestia, wie konnte man dann je annehmen, dass Feuer der Erbauer von Häusern war? Doch eher der Zerstörer, oder? Lässt man aber Hestia im Sinne von Wohnung oder Wohnstätte gelten, wenn auch abgeleitet von Hes, beschirmen und bedecken, kann man leicht nachvollziehen, wie Hestia schließlich mit Feuer in Verbindung gebracht wurde. Die Göttin, die als Wohnung Gottes betrachtet wurde, war unter dem Namen Ashtar, Frau, bekannt, während Ashtar auch Feuer bedeutet. Und so wurde Hestia oder Vesta schließlich, als sich das babylonische System entwickelt hatte, einfach als Feuer oder Göttin des Feuers betrachtet. Bezüglich der Frage, woher die Vorstellung stammt, dass die Muttergöttin eine Wohnung ist, siehe Anhang Nachtrag I. So, da hatte ich euch ja schon mal darauf vorbereitet, dass wir diesen wichtigen Anhang lesen werden. Und da fange ich jetzt mit an. Der dauert eine ganze Weile und damit werde ich das Video dann auch abschließen in diesem zweiten Kapitel. Aber die Mutter als Wohnstätte, das im Anhang I beschrieben wird oder im Nachtrag I beschrieben wird, ist zu wichtig, als darüber hinwegzugehen. Das mache ich mir ja auch zur Aufgabe, wenn ich dieses Buch lese, auch eben viele von diesen Nachträgen und Fußnoten mit reinzunehmen zum besseren Verständnis. Man muss das Buch ja richtig lesen, sonst versteht man es ja gar nicht gut. Also, die Muttergöttin als Wohnstätte und der Hintergrund dessen. Wie konnte die Menschheit je auf die Idee kommen, die große Muttergöttin bzw. die Mutter der Götter und Menschen als Haus oder Wohnung zu bezeichnen? Die Antwort ist offenbar in der Aussage im ersten Buch Mose Kapitel 2 Vers 21 zu finden, wo es um die Erschaffung der Mutter der Menschheit geht. Zitat: Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Zitat Ende. Dass diese Geschichte von der Rippe den Babyloniern gut bekannt war, geht deutlich aus einem der Namen ihrer Urgöttin hervor, wie wir ihn bei Berosus finden. Dieser Name lautet Talat, schreibt man T-H-A-L-A-T-T-H, Talat. Talat ist jedoch lediglich die chaldäische Form des hebräischen Zala im Feminum, das in dem ersten Buch Mose verwendete Wort für die Rippe, aus der Eva gebaut wurde. Und der andere Name, den Berosus mit Talat verbindet, bestätigt dies stark. Denn der Name lautet Omorka und bedeutet einfach Mutter der Welt. Nachdem wir so die Bedeutung des Namens Talat entschlüsselt haben, der auf die Mutter der Welt angewandt wurde, werden wir automatisch zum Verständnis des Namens Thalasios geführt. Das ist der Name des römischen Gottes der Ehe, dessen Herkunft bisher vergeblich gesucht wurde. Talati heißt zu der Rippe gehörig und wird mit der römischen Endung zu Talatius oder Thalasios, Mann der Rippe. Und welcher Name wäre besser als dieser für Adam als Gott der Ehe geeignet, der sagte, als die Rippe zu ihm gebracht wurde, Zitat, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Gefleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Ende Zitat. Als Talat die Rippe zu einer Frau gebaut worden war, war zunächst diese Frau in einem sehr wichtigen Sinne die Wohnung oder der Tempel Gottes. Und wäre nicht der Sündenfall dazwischen gekommen, ja, das wäre eine schöne Weltgeschichte geworden, wären all ihre Kinder in Folge rein natürlicher Zeugung die Kinder Gottes gewesen. Dass die Sünde in die Welt trat, zerstörte den ursprünglichen Zustand der Dinge. Und viel mehr, meine lieben Brüder und Schwestern, viel, viel mehr, als dass ich hier jetzt darauf eingehen könnte. Wenn die Sünde nicht in die Welt getreten wäre, wären viele Dinge in einem anderen Zustand. Und da solltet ihr euch mal die Videos von Kent Hovind drüber angucken, über die Schöpfung und wie die Welt vor der Flut ausgesehen hat. Was ja auch noch
nach dem Sündenfall zwar, aber eben auch schon zur Schöpfung so war. Menschen, die zusammen mit Dinosauriern gelebt haben. Könnt ihr sagen, ja, jetzt spinnt der Jörg, Dinosaurier sind schon seit Millionen Jahren ausgestorben, aber da die Erde nur kleine 6000 Jahre alt ist, geht das ja gar nicht. Und die Vorträge von Kent Hovind über seine Kreation, also über die Schöpfung, finde ich sehr empfehlenswert. Von allen neuen Videos, von allen neuen Lehren, die Kent Hovind heutzutage vertritt, rate ich dringendst, dringendst Abstand zu nehmen. Wenn ihr darüber mit mir diskutieren wollt, dann lasst mir gerne mal einen Kommentar darüber da. Nun, dass die Sünde in die Welt trat, zerstörte den ursprünglichen Zustand der Dinge, hatten wir gesagt. Dennoch, als die Verheißung eines Heilands gegeben und angenommen wurde, wurde auch das erneuerte Innewohnen des Heiligen Geistes gegeben. Nicht etwa, dass sie dadurch eine Kraft in sich selbst hätte, Kinder für Gott zu gebären, sondern nur, damit sie die Rolle einer Mutter an einer geistlich lebenden Nachkommenschaft richtig ausüben konnte. An denen, die Gott aus seiner freien Gnade heraus beleben und vom Tod ins Leben bringen wollte. Hallo, was lehrt die römisch-katholische Kirche? Erlösung und ewiges Leben findet man nur durch sie und Gott sagt, ich gebe dir die freie Gnade und berufe dich vom Tod ins Leben. Das Heidentum nun übersah all dies bereitwillig. Natürlich, die wollen ja nicht das Wort Gottes lernen, die wollen ja ihre eigenen menschlichen Lehren lehren. Und sobald seine Anhänger darauf vorbereitet waren, es anzunehmen, lehrte es, dass es sich bei diesem erneuerten Innewohnen des Geistes Gottes in der Frau um eine Gleichstellung handelte und erhob sie daher zur Göttin. Dann wurde Rhea, Kybele, Venus, die Starrende und Mutter der Menschheit mit Kybele, der mit Seilen bindenden bzw. Juno, der Taube, gleichgesetzt, das heißt mit dem Heiligen Geist. So wurde sie dann im gotteslästerlichen heidnischen Sinn zu Athor, der Wohnung Gottes, oder zu Sakka, beziehungsweise Sakta, der Wohnung oder dem Tempel, in dem all die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. So wurde sie zu Heva, der Lebendigen, nicht in dem Sinn, in dem Adam seiner Frau diesen Namen nach dem Sündenfall gab, als ihr wie auch ihm selbst mitten aus dem Tod heraus so unerwartet die Hoffnung des Lebens vorgelegt wurde, sondern im Sinne der den Menschen geistliches und ewiges Leben übermittelnden, denn Rhea wurde Quelle der Gesegneten genannt. Nun, die Vermittlung dieser vergotteten Frau wurde dann im Blick auf das Zeugen geistlicher Kinder für Gott in dieser, wie zugegeben wurde, gefallenen Welt als unerlässlich betrachtet. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet wird die Bedeutung des Namens der babylonischen Göttin in 2. Buch Könige, Kapitel 17, Vers 30 sofort klar. Zitat aus der Schachter 2000 Bibel: Die Leute von Babel machten den Sukkot-Benot und die Leute von Kuta machten den Nergal. Die Leute von Hamat machten den Aschkima. Ende Zitat. Man nahm sehr oft an, der Name Sukkot-Benot sei ein Pluralwort und beziehe sich auf Verkaufsstände oder Gotteshäuser, die in Babylon für schändliche Zwecke verwendet wurden. Doch Klerikus, der erwähnt, dass die Rabbiner derselben Meinung waren, beobachtete, dass der Kontext klar erkennen lässt, dass es sich hier um den Namen eines Götzen handeln muss, wie wir in den Versen 29 und 30 im 2. Buch Könige, Kapitel 17 nachlesen können. Zitat: Doch machten sie sich, Nation für Nation, ihre eigenen Götter und stellten sie in die Höhenhäuser, die die Samariter, Nation für Nation, in ihren Städten gemacht hatten, in denen sie wohnten. Und die Leute von Babel machten Sukkot Benot. Zitat Ende. Hier wird offensichtlich von einem Götzen gesprochen. Und da der Name weiblich ist, muss dieser Götze das Bildnis einer Göttin gewesen sein. In diesem Sinn und im Licht des chaldäischen Systems verstanden, wie es jetzt offenbart ist, ist die Bedeutung des auf die babylonische Göttin angewendeten Sukkot-Benot einfach Wohnung des Gebärens. Als sich das babylonische System entwickelt hatte, wurde Eva als die erste dargestellt, die diese Stellung innehatte. Und der Name Benot, an sich der Kindergebären bedeutet, erklärt auch, wie es dazu kam, dass die Frau, die als Hestia oder Vesta selbst Wohnung genannt wurde, in den Ruf kam,
die, zwischen Anführungsstrichen, Kunst des Häuserbauens erfunden zu haben, wie wir in Smiths unter dem Stichwort Hestia nachlesen können. Bena, das Verb, von dem Benot kommt, bedeutet gleichzeitig Kinder zur Welt bringen und Häuser bauen, wobei das Kinder zur Welt bringen metaphorisch als Aufbauen des Hauses betrachtet wurde, das heißt der Familie. Die Familie ist das Basishaus, in dem die kleinste Zelle in der heutigen Gesellschaft lebt, das Satan zerstören will. Keine Häuser bauen. Auch nicht in Schwaben. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ne? Wird alles zerstört werden. Da kommt die Familie halt her. Also, während das heidnische System, was eine Muttergöttin angeht, auf dieser Identität der himmlischen und der irdischen Mutter, der gesegneten, unsterblichen basierte, wurde jeder dieser zwei Gottheiten doch noch so gefeiert, als hätte sie eine eigene Individualität. Und folglich zeigen die Darstellungen, dass all die verschiedenen Inkarnationen des Erlösersamens von zwei Müttern geboren wurden. Es ist bekannt, dass Bimater, also zweimuttrig, einer der entscheidenden Beinamen des Bacchus ist. Ovid sagt, der Grund der Anwendung dieses Beinamens auf ihn liege in der Sage, dass er als Embryo aus den Flammen gerettet wurde, in denen seine Mutter starb, in Jupiters Schenkel eingenäht wurde und dann zu rechter Zeit zur Welt kam. Ohne die geheime Bedeutung dessen zu untersuchen, genügt es zu sagen, dass Bacchus zwei göttliche Mütter hatte. Denn er wurde nicht nur von Semele empfangen, sondern durch die Göttin Ippa zur Welt gebracht. Genau das Gleiche ist zweifellos gemeint, wenn es heißt, dass nach dem Tod seiner Mutter Semele seine Tante Ino die Rolle einer Mutter und Amme ihm gegenüber spielte. Das Gleiche taucht auch in der Mythologie Ägyptens auf. Denn dort lesen wir, dass Osiris in der Gestalt des Anubis, der von Nephthys zur Welt gebracht wurde, von der Göttin Isis adoptiert und wie ihr eigener Sohn großgezogen wurde. Infolgedessen bestand schließlich die bevorzugte Triade überall aus den zwei Müttern und dem Sohn. In Wilkinson wiederum finden wir eine göttliche Triade, die aus Isis und Nephthys und dem Kind Horus zwischen ihnen besteht. Die Aussage von Diodorus zeigt, dass in Babylon die Triade zu einer Zeit aus zwei Göttinnen und dem Sohn bestand, Hera, Rhea und Zeus. Und im Kapitol Roms, ein Tempel Jupiters, möchte ich hier kurz mal anmerken, das ist ein Kapitol, genau wie das Kapitol in Washington DC in den Vereinigten Staaten, im Kapitol Roms setzte sich die Triade ähnlich aus Juno, Minerva und Jupiter zusammen. Dagegen wurde Jupiter in Begleitung von Juno und der Göttin Fortuna verehrt, wenn er von den römischen Hausdamen als Jupiter Puer, das heißt Jupiter das Kind, verehrt wurde. Diese Art göttlicher Triade scheint auf sehr alte Zeiten bei den Römern zurückzugehen. Denn sowohl Dionysos, Halikarnassios, als auch Livius sagen, dass es bald nach der Vertreibung der Tarquinier in Rom einen Tempel gab, in dem Ceres, Liber und Libera verehrt wurden. Soweit die Geschichte zum Anhang I. Und damit stoppe ich jetzt auch die Vorlesung, die etwas über eine Stunde gedauert hat. Freue mich schon auf den nächsten Teil, hoffe es hat euch Spaß gemacht. Und nochmal danke an Miss Q für die schöne Arbeit an dem Video. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, bitte macht eure eigenen Untersuchungen. Und Gott möge euch schützen und behüten und in seinem Wege halten. Joggler 66, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Gott schütze euch.